Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Child of Light. Ich habe es vorher nur mal kurz angespielt, ob auch alles funktioniert. Und ich schlage vor, wir legen gleich mal los. Oh, okay. Ja, von uns hat er auch schon Inhalte runtergeladen. Aber das hat sich ja jetzt erledigt. Ich habe mir übrigens die Deluxe-Edition besorgt mit einem kleinen Artbook-Heftchen. Poster ist drin. Das Glühwürmchen als Schlüsselanhänger, es leuchtet auch. Und zwei Extra-Inhalte zum Herunterladen. Aber die Extra-Inhalte gibt es dann im Laufe des Spiels zu finden. Bist du sicher, dass du einen Neubeginn möchtest? Ja, natürlich. Wir spielen auf Normal. Kind, geh nun zu Bett. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Von Lemuria, einem längst vergangenen Reich. Und einer Maid, die den Ruhm musste wählen. In Austrias Kronland einst ein Herzog regierte. Ihm ward Aurora zur Tochter geboren, einer geheimnisvollen Herzogin Kind. Der Vater hatte sie zum Liebling erkoren. Allein zog er das Mädchen groß. Nie bereitete er ihr Schmerz. Doch einsam suchte der Herzog Trost und verlor in einer Nacht sein Herz. So nahm das Schicksal seinen Lauf. 1895 zur Osterzeit. Musikanten spielten für den Herzog auf, die neue Braut an seiner Seite. In der Nacht fiel Aurora in Schlaf. Der Kamin brannte nicht mehr heiß. Ein Schauder breitete sich aus. Ihr Körper war so kalt wie Eis. Am Morgen fand man sie starr. Erloschen war Auroras Licht. Ihr Vater weinte und flehte, doch einen Zweifel gab es nicht. Aurora war tot. Sie sagte kein Wort. Und doch, es war einmal vor langer Zeit, da erwachte sie an wundersamem Ort. Wo bin ich? Ich muss träumen. Ubisoft Presents. Ubisoft Montreal Production. Child of Light. Das Mädchen und der Glühwurm. Ach, ich finde ja die Musik so klasse. Also, wir können jetzt hier mit ganz normal mit den WASD-Tasten rumlaufen. Also mit A und D bewegen wir uns hin und her und mit W können wir nach oben springen. Mehr gibt es eigentlich erstmal nicht zu sagen. Ich glaube, mit dem Menü können wir noch nicht öffnen. Oben links im Bild haben wir unsere Lebens- und unsere Magiepunktanzeige. Da weiß ich auch noch nicht, wie das alles funktioniert, da ich das heute auch erst mir besorgt habe, dieses Spiel. Also ist noch alles ganz frisch aus der Verpackung. Ja, legen wir mal los. E. E. Was gibt's da? Rechts zum alten Kloster. Ja, starten wir sozusagen schon tot im Spiel, wenn man so will. Vielleicht schlafen wir ja auch nur. So. So. Das Praktische ist, hier müssen wir die E-Taste nicht gedrückt halten. Das brauchen wir dann erst später nochmal drücken, um die Kiste wieder loszulassen. So viel habe ich schon rausgekriegt. Es ist manchmal mit dem Springen ein bisschen schwierig, aber es ist machbar. So, geht's hier hin? Was bist denn du? Hab Mut und trotze diesem Grauen. Würde ich ja, aber ja, knurr mich nicht an.
So, da müssen wir... Huch! Upsi! Müssen wir also doch oben lang gehen. Ja, warum habe ich mich für dieses Spiel entschieden? Ja, ganz einfach. Ich habe mir das... Na, jetzt springen wir hoch. Ja, zu weit. Komm. Also ich habe mich für dieses Spiel entschieden, weil ich den Trailer auf Steam schon gesehen hatte und ich fand das grafisch und einfach von der Geschichte sehr ansprechend. Es ist mal was anderes zum Spielen. Ja, so einfach ist das. Gibt's keine große Erklärung zu. Rechts zum alten Kloster. Links zum Altar von Mathildis. Aus kalter Luft ist dieser Traum. Dunkle Geister schwirren von Baum zu Baum. Ich mag auch diese Art und Weise, dass das in Gedichten ist. Also so Gedichtform. Das gefällt mir auch sehr gut. Oh, was haben wir hier? Hallöchen. Nein, erwache, erwache. Albtraum, lass mich los. Vater, wo bist du? Mein Kummer ist gar groß. Ja, das ist unser Glühwürmchen. Kann niemand... Oh, jetzt habe ich es gar nicht gelesen. Warum Wasser fließt ganz ohne Regen? Wer spricht? Ich, fort mit dem Tau von der Wange. Das steht euch nicht, entstellt euch sehr. Ein Glühwürmchen? Jetzt wird mir bange. Mein Mahl war heute wohl zu schwer. Essen klingt gut, doch bin ich verwirrt. Kennt ihr vielleicht eine Aurora? Sicher, Herr, ich bin sie. Ein Herr? Seid ihr nicht eine Signora? Oder ein Kind der hiesigen Flora? Hör auf mit der Nachtei. Ich bin Aurora, sag ich dir. Oh, hab ich's doch gewusst. Also dann, folgt mir. Eine Dame wartet. Eine Seherin mit Haar lang wie ein Bach. Mit Haut und Moos und leuchtendem Blick. Vielleicht weiß sie, wie ich aus diesem Traum erwach. So, jetzt haben wir unser Glühwürmchen schon dabei und den steuern wir, wie jetzt hier auch angezeigt, mit der Maus. Also sie mit den WASD-Tasten und das Glühwürmchen mit der Maus. Ui, was ist das da hinten? Das sieht gigantisch aus. Hüpfen mal hier runter. Gucken wir hier irgendwie lang. Kommt man hier lang? Yes! Was bist du denn? Ich leuchte ihn mal an. Das scheint ja nicht zu gefallen. Also mit der linken Maustaste können wir leuchten. Eine Kiste. Hi, Tonikum. Inventarmenü öffnen mit Escape. Ach, hier. Sieht so verwirrend aus, weil da gleich alles dazu ist mit zurück zur Hauptmenü und so weiter. Können Sie ja mal das Inventar angucken. Okay, das ist übersichtlich. Magieresistenz Sternenstaub, Verteidigungssternenstaub. MP-Sternstaub und Heiltonikum. Okay, steigert die MP, Verteidigung, permanent. Oh, das ist aber gut. Befestige Okuli an Ausrüstung, um die Charakterwerte zu steigern. Okay. Haben wir denn? Ach, hier. Ungeschliffener Saphir fügt Nahkampfangriffen Wasserschaden hinzu. Wasser ist stark bei Feuer, aber schwach bei Blitzen. Nahkampfgeschliffener Rubin fügt Feuerschaden hinzu, fügt Blitzschaden hinzu. Steigert die Chance auf kritischen Treffer um 2. Okay, ich denke, damit werden wir uns dann genauer befassen, wenn das alles soweit ist. So.
So, hops die hops, wieder hier hoch. Und ja, rüber. Nanu, was tragen denn diese Äste? Seltsamer Zauber von kleinen Händen gemacht. Wusstet ihr es nicht? Das sind Wünsche. Wünsche des Lichts in dunkler Nacht. Der Goldgelbe führt zu noch größerer Pracht. Wünsche sind köstlich, los, greif zu. Warte, bis ich über diese Nacht Vater hab Kunde gebracht. Wir können mit unserem... Also wir können entweder mit ihr die Wünsche einsammeln, die uns mit den grünen Kugeln LP geben und mit den lilanen MP. Wir können die aber auch mit unserem Glühwürmchen einsammeln. Und die blauen und die gelben sind für ihn wahrscheinlich für die Leuchtkraft zum Aufladen. Ja, sieht ganz so aus. Geht's hier noch weiter? Komm her. Ah, okay. Und daraus werden dann die anderen. Hier scheint es nicht weiter zu gehen. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Jenseits des Baumes, unser Weg muss liegen. Doch können wir dorthin nicht fliegen. Gefangen, die Tür ist versperrt. Ein rundes Zepter, ein durchsichtiges Gefäß. Die Lösung ist klar wie Kristall. Herr Glühwurm, entflammt das Gesäß. Oh, da brennt der Pups. Aber wir kennen uns doch kaum. Nun mach, dann werden wir schauen. Oh, die drei Zepter Schatten hinterlassen. Ja. Müssen die Symbole zusammenpassen. Ah, hier wird nochmal erklärt, wie der leuchtet. Das kommt jetzt eigentlich erst. So. Dann machen wir hier. Das müssen wir übrigens gedrückt halten. Und dann können wir das hier mit der Maus steuern. Das gleiche machen wir hier. Kling. Und das letzte. Kling. Herr Glühwurm, wir können weitergehen. Wir lassen nur die Tür, eine Tür hier stehen. So, jetzt können wir da rein. Wer sie wohl war, das frage ich mich. Nimm dieses holde Schwert an dich. Wer hat gesprochen? Etwa ein Geist? Die Dame des Waldes hier verkehrt. Aurora, nimm Mathildes Schwert. Okay. Ach da. Ich kann jetzt auch König Arthur spielen, das Schwert aus dem Seitenfeld zu ziehen. Ja. Es glänzt und so leicht habe ich das jetzt nicht gelesen. Lauft, sonst wird dieses Biest uns erwischen. Zum Glück führe ich ein Schwert nur im Traum. Oh je, geht das schnell mit den Texten. Brüll, was bist du denn? Achso, es geht auch hier um Kampf und den Dingen. Die Zeitleiste zeigt an, wer als nächstes handelt. Okay. Handeln. Okay, mit Leertaste bestätigen wir das. Dann nehmen wir mal einen Hieb. Auf das Ding. Achso, jetzt habe ich es geblendet, oder wie? Bam! Aua! Da rutscht mir die Krone runter. Was haben wir denn noch an Aktionen? Gruppe? Gruppe haben wir noch nicht. Fliehen wollen wir auch nicht. Tränke brauchen wir noch nicht. Also nochmal handeln. Okay. Zack. Ging ja noch. 50 Erfahrung. Ding, ding, ding. Ja, okay, das Kampfmenü ist einfach zu bedienen. Das ist schon mal gut. Ich finde das auch wunderschön gezeichnet. Hier ist es mal so richtig was Entspannendes. So keine Hektik. Ich bin seine Tochter, ist doch klar. Ding.
Noch so einer. Attacke! Brüll! Bam! Ah, das ist cool. Wir halten den einfach hier drauf. Und dann kann er nichts machen. Ah, okay, verstanden. Zack. Kritische Treffer sogar. Wow. Stufenaufstieg. Wuhu. Wir haben jetzt 6 LP dazugekommen. 1 MP, 2 Stärkepunkte, 5 Verteidigungspunkte und 2 Magiepunkte. Und ein Fertigkeitenpunkt. Cool. Wähle neue Fertigkeiten für Aurora. Ah, okay. Das ist jetzt unser Fertigkeitenbaum. Puh, also das hier. Okay, also hier, die haben wir schon, die gelben. Und das sieht ein bisschen aus wie bei Final Fantasy X auf dem Sphärobrett. Okay. Die MP-Aufwertung. Das heißt, wir können jetzt hier einen Punkt ausgeben und uns hier das aussuchen. Ich gucke erstmal, wo die Bäume lang gehen. MP, Stärke, Verteidigen. Verteidigungsaufwertung. Was haben wir hier? Magieaufwertung, Sternlicht. Ausweichen, Gegenangriff, Magieaufwertung, MP-Aufwertung, Magieresistenz. Das ist eher so magieresistent. Lichtblitz gegen eine einzelne dunkle Kreatur. Licht ist eine starke Waffe gegen das Dunkel. MP kosten 4, Zauberkraft 20. Vorbereitungszeit lang. Ach komm, wir probieren das mal aus. Vielleicht hilft uns das ja was. Ja. Okay. Überraschungsschlag. Angriff von hinten. So. Komm hoch da und dann. Bam. Überraschungsschlag. Hat geschafft. Hat geschafft. Hat geglückt, meine ich. Ah, Moment, wir haben doch jetzt das Maggi-Ding. Oder ist schon hinüber. Auch gut. Das Schwert ist hier ein bisschen zu schwer. Starker Feennektar. Da möchte ich gleich mal gucken, was der macht. Inventar. Starker Feennektar. Gibt 100% LP und MP zurück. Den müssen wir uns mal gut aufheben, würde ich sagen. Heps. Heiltonikum. Noch eins. Geht's hier unten noch lang? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Oh, das Wasser bewegt sich ja schön mit. Das ist ja cool. Das habe ich tatsächlich vergessen einzusammeln. Blenden. Blenden. Achso, es geht automatisch. Oh, gleich zwei. Nee, fliehen will ich nicht. Handeln. Achso, jetzt habe ich hier oben Verteidigen und hier meinen Zauber. Mach das mal. Mach das mal auf den da hinten. Und dann setzen wir das bei dem ein. Kling! Hui! Das haut aber rein. Komm, schneller, schneller. Jawohl. Okay, das Kampfsystem gefällt mir. Es geht schön einfach. Stufenaufstieg. Hey, wir haben wieder einen Fertigkeitspunkt bekommen. Und ein Heiltonikum. Wir können ja eigentlich gleich mal ins Menü gucken, ob wir den noch ausgeben können. MP-Aufwertung, MP-Aufwertung. Lichtstrahl. Ach nee, komm. Wir nehmen erstmal die MP-Aufwertung. Das werden wir gut gebrauchen können. Zack. Zack.
Also, gehen wir mal weiter. Komm. Hey, sind die abgehauen? So. So jetzt. Tülü. Pling. Handeln. Komm, wir machen nochmal den coolen Sternenlichtzauber. Und bam! Jawohl! Nixer, du bist nicht dran. Auch schnell Wünsche sammeln. So, so. So. War seine Aktion alle von unserem Glühwürmchen. Muss er auch drauf achten. Das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Wuhu! Entschuldigung gefunden. Moment, hier geht's doch sicher hoch. Muss ich jetzt hoch oder rüber? Rüber. Okay, das war jetzt schon mal gut. Mach mal auf. Zaubertrank. Das war jetzt der Zaubertrank. Zaubertrank. Stellt 75% MP wieder her. Das ist doch gut. Ich finde es auch schön, dass es in Prozenten angezeigt ist. Da weiß man wenigstens, wie viel die Leiste wieder wird, weil man hat ja doch nicht immer so diese Werte im Kopf. Man sieht es zwar hier oben, aber ich bin jemand, der es gern vergisst, sobald er im Menü ist. So, wie war denn das jetzt hier? Wie geht denn das jetzt hier? Ich vermute mal hier hoch. Quark. Na. So. Konnte ich nicht irgendwie sprinten? Moment, Entschuldigung, ich muss da nochmal nachgucken. Rasen-Leertaste. Hab ich doch aber. Ach, vielleicht können wir das noch nicht. Quark. Ach, hier geht's lang. Ach, wie soll ich denn da hochkommen? Ach, nee, da oben war ich ja. Aha, alles Klärchen. Ich muss da hinten lang. Okay. Ja, also ich, wie gesagt, ich kenne das Spiel noch nicht. Ich muss mich da auch immer noch ein Stück weit umgucken. Mach mal. Achso, das ist zum Schieben. Gut. Es ist schön, dass man sich hier überall ein bisschen Licht machen kann. So. Los und rüber. Ich bin ja. Hep. Du schon wieder. Komm her. So. Brüll. Den blenden wir. Bei denen setzen wir das Sternenlicht ein. Und. Zack. Bei dem Piebrecht? Mal gucken. Ja, wir sind ja schließlich auch stärker geworden. Da können wir die schon mit einem Mieb fertig machen. Stufenaufstieg. Fertigkeitspunkte, einer. Gucken wir mal. Magieaufwertung. Oder das hier unten, das wollte ich ja noch nicht haben. Maximal. Ach komm, wir gehen mal den Baum hier lang. Der klang vor uns gar nicht so schlecht. Hüppe. Autsch. Naja, wenigstens gibt es keinen Fallschaden. Vielleicht kommen wir da später auch nochmal hin. Mal gucken. Was sagt denn das Schild? Rechts zum alten Kloster. Oh, wir sind schon in Kapitel 2, die Königin des Lichts. Hilf mir, Aurora. Klar. Wir helfen dir natürlich sehr gerne, liebe Königin, aber das machen wir dann im zweiten Part. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, die Einleitung. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja einen Daumen nach oben geben.
Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir doch, was ich besser machen kann. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Child of Light. Bis dann. Tschüss.